Also ich habe 10 Filmfragen für euch. Okay. In der Kategorie 1 bis 4 von der Schwierigkeit. Geil, okay. Ich würde auch gerne. Generell alles Film? Alles dabei. Okay. Yeah. Dann heißt, wir machen Team Couch gegen Team Frodo und Pete gegen die Regie. Sind wir keine Was Couch? Auch noch? Martin und ich, ja, hier. Hä? Martin und ich raten jetzt auch zusammen. Martin und Olli gegen so. Frage 1 von 10. Ich okay. Check die Punkte. Moment, machen wir danach nach oder wer als Erster die Antwort sagt? Gut, jetzt so Scheibenwischer. Machen wir, wir schreien wieder einfach so die Antwort. Oder? Hast du schreien? Nee, hey, wir machen nacheinander. Okay. Achso, wir machen nacheinander. Ja. Ich dachte, wir machen so. Wir machen, ich habe 12 Fragen. Okay. Ich habe auch unendlich viele. Ich habe auch okay, wir machen nacheinander, habt ihr gehört? Wir machen nacheinander. Erste für die Regie. Erste für die Regie. Worum geht es? Also um alles? Alles alle Filme aller Zeiten. Jemals. Aber ihr dürft nur eine Antwort geben. Alles klar. Ja? Scheiße. Okay. Okay. Welcher Film ist gesucht? Zwei Cowboys entdecken ihre Liebe beim Schafe beobachten. Ja, easy, Brokeback Mountain. Das ist richtig, damit wird die Regie. Gut, dass ihr das in Schwarz-Weiß auch so unisono sagt. Ich glaube, ich. Das war Absicht, alles Absicht. Olli auch im Hemd. Okay. Oh, ja, ja, sorry. Kann ja Anne direkt so. Ich glaube, wir müssen nochmal reden. Team Frodotta. Was Frodotta? Wieso denn Frodotta? Ich mal, wieso Frodotta? Warum nicht Frodo und Thea von Peter? Hey, warum nicht einfach Frodsmeet? Frodsmeet von mir aus auch. Team Frodsmeet. Welche Schauspieler spielen in Black Swan die Haupt- und Nebenrolle weiblich? Okay, also ist es Natalie Portman und die andere Mila weiß. Mila Kunis, glaube ich. Kann ja. Das sein? Ja. Natalie Portman und Mila Kunis. Ist das eure Antwort? Ja. Dann ist das auch richtig. Dann geht's an euch. Okay. In Brügge sehen und sterben. Reisen zwei Killer in das kleine Kaff Brügge. In welchem Land genau liegt Brügge? Das ist der Heimspiel. Kenn, das kenn's auch nicht. Das kennst nicht. Das Belgien. Ja, ich rate. Ach, kommt, Leute. Ich vertraue dir. Oder ist es ja. Niederlande? Ja, also Belgien ist unser Land. Ihr habt Er hat voll auf den Zettel. Nein, ja. Nee, ich hab tatsächlich ja, nie auf den Zettel. Du hast ja den Paul als Forschung gesehen. Okay, Belgien. Dann hat jeder einen Punkt. Alles klar. Regie. Oh fuck. Wir kommen, um dich zu holen, Barbara. Ist ein Zitat aus Shaun of the Dead. Welches aber ein Easter Egg auf einen anderen Film ist. Welcher ist das? Ah, ich weiß, dass Simon Pegg in all seinen Filmen Easter Eggs verbindet. Und dass eigentlich Shaun of the Dead eine Trilogie ist, insgeheim. Ich komme nur gerade auf den Namen nicht von den anderen beiden Filmen. Shit. Und deswegen hat er gerade so lange geredet. Ja, ich müsste raten. Ich wüsste, wie die anderen beiden Filme heißen, aber es hilft mir nichts. Ja, genau. Ich sag einfach Hot Fuzz. So. Wir kommen, dich zu holen, Barbara? Das Zitat ist, wir kommen, um dich zu holen, Barbara. Ist ein Zitat aus Shaun of the Dead. Barbara. Welches aber ein Easter Egg auf einen anderen Film ist. Welchen? So, es könnte natürlich auch, ja, vielleicht hat er auch ein Easter Egg auf einen anderen Film gemacht. Du sagst Hot Fuzz? Ja, nee, keine Ahnung, ist wahrscheinlich falsch, keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung. Ja? Okay, es ist kein Film aus der Cornetto-Trilogie. Ah! Es ist Night of the Living Dead. Night of the Living Dead, okay, Freudsmeet. Wer oder was ist Zodiac im Film Zodiac von David Fincher? Der Killer, oder? Dachte ich jetzt auch, aber ich glaube dann nicht. Das wäre zu leicht. Wer oder was ist Zodiac in dem Film Zodiac? Von David Fincher. Ist ja der Original. Das ist jetzt natürlich... wird ja Zodiac-Killer genannt, weil er ja wahrscheinlich was macht. Aber was macht er denn? Vertauscht, war das nicht der Kopf am Ende auch? Ich meine, der macht irgendwas mit Puzzlen, oder? Ja? Ich weiß halt wirklich gerade nicht. Ich würde sagen, warum wird er der Zodiac-Killer genannt? Weil er, was ist ein Zodiac überhaupt? Sternzeichen. Okay, hinterlässt er da irgendwas? Ich weiß, Alter, ich bin gerade so bei American Horror Story, weil sie den da auch nochmal aufgebaut haben im Hotel, dass ich gerade alles miteinander vertausche. Ich würde einfach sagen, es ist der Killer. Aber okay, ist der Killer. Ist der Killer. Ja, gut. Echt, das ist tatsächlich die Antwort? Ja. Ja. Der Film heißt der Zodiac-Killer. Ja. Okay, cool. Wow. Hätten wir fast noch verkackt hier. Ja, was lernen wir daraus? Niemals S drücken, immer nur W. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja. Antwort sagen. Okay. Wie ist der Titel des deutschen Oscar-Beitrags für die Verleihung im Februar 2020? Alter, ihr bekommt definitiv eine schwierige Frage. Was? Oh. Wie ist der was Titel für den wen? Des deutschen Oscar-Beitrags? Hä? Ach so. Ja, Deutschland hat offenbar einen Film eingereicht. Ja. Für ach so. Warte mal, Paul, das ist doch voll dein Ding. Ja. Was ist denn hier? Also das ist der Titel des warte, was, wer hat so richtig krass gewonnen? Für die Verleihung im Februar 2020. Eingereicht wurde bestimmt. Also glaube, wer war denn der Einzige, der gehypt wurde? Und Paul, Systemsprenger. Anne und Flo, ja, wollte gerade sagen, Anne und Flo dürfen es nicht mehr sagen, weil die haben schon in den Chat geguckt. Bei dir glaube ich, dass du es weißt. Ja, ich hab's nicht. Systemsprenger. Ja. Das ist richtig. Da steht 2-2-1. Respekt. Oh. Letzte Frage für euch, Regie. Wenn ihr verkackt seid, da raus, dann gibt es den One-on-One.
Spannend, ey. Wie ist der Name des Mädchens, welches als Geist das Mädchenklo in den Harry Potter Filmen unsicher macht? Oh, ich hab's. Den ganzen Namen. Der Geist des Mädchens aus der. Ja, du weißt das, ne? Also nicht Vor- und Nachname, sondern die maulende Myrte. Ja, die maulende Myrte, danke schön. Nice. Sehr gut. Mann. Und wie alt ist sie? Irgendwas mit 30. Genau, und das, während Harry Potter ein kleiner, also der Daniel Radcliffe ein kleiner Junge war, war die maulende Myrte dargestellt, schon über 30 und hat ihn im Bad belästigt. Wir wollen das nochmal festhalten. Hey, J.K. Rowling, beste Frau, was ist los? So, damit seid ihr noch in-game, sofern beide jetzt hier verkacken. Okay. Wieso, nee, dann... Ja doch, dann habt ihr alle 2 Punkte. Ansonsten gibt es ein Stechen zwischen euch beiden. Wir haben auch schon 3 jetzt. Das kann ja gar nicht. So viele Fragen habe ich auch gar nicht beantwortet. Ich war erst die 6. Frage. Wir haben erst 2. Ja, das recht. Aber nice try, muss ich sagen. Ja. Aber hier kommt jetzt die Frage, in welchem Film spielt Jake Gyllenhaal, Lou Bloom, der mit aller Gewalt versucht, Videos von Tatorten für Nachrichtensendungen zu drehen? Oh, fuck, den habe ich letztens gesehen. Nee, was? Nightcrawler ist es doch, oder? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Crawler ist oder... Flyer ist die Serie. Dann ist es Nightcrawler, ja. Ich würde Nightcrawler sagen. Nightflyer ist die Serie, ist Nightcrawler. Ich habe 3 Punkte. Ich hab den letztens erst geguckt, so vor 2 Monaten oder so. Ja? Okay, nee. Eure du Frage, bist quasi Couch. Ja. Wenn ihr auch richtig habt, ist Regie raus, weil die hat eine falsche. Und ihr macht ein Last Man Standing. Ansonsten hat Team Vollspeed gewonnen. Okay. Ja. In welchem Film Anfang 2020, in welchem Anfang 2020 erscheinenden Film, so rum, hat der kleine Junge Jojo Hitler als imaginären besten Freund? Jetzt bin ich deutscher Titel oder englischer? Ich weiß beide. Okay, da bin ich raus, aber das klingt nach einem interessanten Film. Ist mir egal, ob ein deutscher oder englischer. Wisst ihr, wer den Hitler spielt in dem Film? Ah, Taika Waititi. Ah, fuck. Der Typ, der. Wer ist Taika Waititi? Der Typ, der Tor. Tag der Rache. Nee, hier, Tag des Donners. Wie heißt denn der Torfilm, der gute? Der Ragnarok. Genau, der Ragnarok gemacht hat und der auch diesen Steinmenschen spricht. In den Avengers-Filmen. Und der spielt Adolf Hitler. Der spielt Adolf Hitler und führt, glaube ich, auch Regie. Es ist irgendwas mit Hase. Glaube ich. Das ist die Frage. Also wie gesagt, ich bin am deutschen Plakat heute erst vorbeigefahren und das englische Plakat kenne ich. Das englische ist, glaube ich, relativ simpel, aber der deutsche Titel ist, glaube ich, viel länger, ne? Also der englische... Du hast gesagt, ist egal, ob deutsch oder englisch. Ist mir egal. Der englische Titel ist, glaube ich, Jojo Rabbit. Das ist korrekt. Und der deutsche Titel? Ist dann egal. Ja. Ist ja dann egal. Okay. Der deutsche Titel ist, glaube ich, als der Tag an dem Hitler das Kaninchenstahl. Oder genau, genau. Als Hitler das Kaninchenstahl oder irgendwie sowas. Ja. Hast du sogar gesehen? Nee, ich habe. Jetzt ist es wieder. Aber der Film ist halt, der Film ist super. Gut, super freut's mich. Idee. Na, ihr seid raus. Der hat quasi Hitler als imaginären Freund. Lol. Okay. Da haben ja ganz viele jetzt Hitler in den Chat geschrieben. Und erstmal als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Genau. Von welchem französischen Film gibt es sowohl eine indische, argentinische und amerikanische Neuverfilmung? Bestimmt ziemlich beste Freunde. Ja, muss ziemlich beste Freunde sein. Die indische Dingens kenne ich nicht, aber es gibt ja jetzt allein mit Bryan Cranston und dem anderen ziemlich beste Freunde. Das ist richtig. Wow. Kriegen Sie irgendwie nur einfache Fragen? Ja. Die sind aber gut. Eure Frage, Couch. Wie lautet der Spitzname von Robert De Niro in Casino? Hast du nicht gesehen? Ich finde das ein gleiches Äquivalent von der Schwierigkeit. Da möchte ich mal ganz kurz sagen. Großes Ufer an dieser Stelle, Alter. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, selbst wenn ich den Film gesehen hätte, würde ich es nicht wissen. Ich habe den vor einer Woche gesehen und ich weiß es nicht. Ja. Du hast den Film gesehen? Alter, Casino, da muss man schon, also empfehle ich. Nein, okay. Also jetzt vor einer Woche, meine ja, ich? Ja. Oder warst du vor einer Woche im Casino und vertauscht gerade schon wieder Film mit Realität? Nee. Komm, ein gigantomanisches U für diese Frage. Sorry, ey. Wüsste ich nicht. Nö. Ja, ich bin auch raus. Hättet ihr uns das gewusst? Ja. 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 Die richtige Antwort wäre Atze. Also Ace. Echt? Ace einfach. Atze. Damit hat Team Vollsmith gewonnen und ihr dürft auch suchen, was der Begriff ist. Für ja, weiß. Das fühlt sich jetzt fies an, der Sieg, muss ich sagen. Ja, das macht nichts. Die nächsten 2 wären noch unfairer gewesen. Eure Frage wäre gewesen, welche 3 Filme sind die der Cornetto-Trilogie? Hä? Ja, das ist ja nice. Und bei der dritte ist jetzt. Bei dem dritten sage ich den Namen mal falsch. Na, Hot Fuzz, Shaun of the Dead und. At World's End? The World's End? The World's Weil End. At World's End hatte ich mal eine ewig Angst. At World's End ist eine Dokumentation über Frösche. Und eure Frage wäre danach gewesen, wie viele Oscars gewinnen American Beauty und welche? Ernsthaft? Was ist denn das? Und das welche? Ja.